Brille. Erforschen, aber Captain Flints Männer setzt mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Das sieht's aus. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Mein Gott, wir sind Level 2 jetzt. Das war nicht so logisch für mich. Oh, hat 2 Dollar gegeben. Lass uns einen Tee trinken gehen. Ein britischer Tee. Das ist jetzt bestimmt wie Lego. Einfach reinstecken. Ja, Kai auch. Und jetzt drehen. Ja, wow. Das war's schon. Ich lebe! Du bist ja bei den Tieren auch immer. Untertan! Ich habe mein Augenblick wieder! Meinst du, der hat auch einen. Sein Schwanz ist auch aus Metall? Wie nimmt man die Health Packs? Wie zum Beispiel dieser Heatherlock. Du hast einen Health Pack? Ja, du brauchst einfach nur drüber laufen, oder? Ja, richtig. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Mosaiken nützlich sein könnten. Wieso ist denn hier so ein Dollarzeichen? Dollar, money. Was ist denn hier? Ist doch bestimmt Waffenshop. Ja, aber nice. Warte mal hier. Pistole, SMG, Pistole. Ja, super. Kann ich denn was verkaufen? Angebot des Tages. Pistole. Ja, du musst oben auf deinen Rucksack gehen. Verkaufen? Oben auf deinen Rucksack. Wie komme ich denn oben auf den Rucksack? Willst du mich verarschen? Meine Maus funktioniert ja wie gesagt nicht. Ja. Ah, 1, 2 und 3. Okay, das ist gut. 2 und 3, damit kann ich wechseln. So, das Ding brauche ich auf jeden Fall nicht mehr weg damit. Die Sniper brauche ich auch nicht kann weg ich die damit. Verkaufen. So, Submachine Gun brauche ich. Angebot des Tages. Nach 5 Minuten, also für die, die das noch nicht gezockt haben, das Angebot des Tages ändert sich nach der Zeit, die abgelaufen ist. Dann kriegst du eine neue geile Scheiße. Guck mal, ihr könnt hier Aussicht... Fick dich, Bram. Ich erkläre das manchen Zuschauern, die das nicht so gut verstehen. Ja, hat Bram jetzt auch 5 Dollar ausgegeben. So wie ich. Was? Warum? Klar, hat sich auch gelohnt. Für die geile Aussicht hier. Auf jeden Fall. Soll ich mir die voll abgeschnittene Vollwack kaufen? Alter, es ist echt voll der abgewählt. Wie komme ich denn hier raus? Keine Ahnung. Oh, hier ist eine Leiter, Oh, nice. Meine besondere Sache hier. Geld! Wo die denn hochklettern? Das war die Adventure Map hier. Aber nice, hier oben ist auch ein Rad. Okay, Fehlanzeige. Weg da! Ich bin der König der Welt! Ich kann euch nicht runterschlagen. Leute, ich bin höher als du. Ich bin über dir. Was? Verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Nein! Hammer. Komm nicht da hoch, ich bin hoch. Ja, das haben sich auch die Ossis gedacht. Das hat nicht so geklappt. Aber den Ossis nicht? Nee, du kannst nicht, lol. Unsichtbare Mauer, finde ich ja schon schwach. So, lass mal hier wieder weitermachen. Nein, lass lieber noch weiter blöde. Hier ist was! Hier ist Ammo! Hier ist was! Ah! Hat der Jade neu gefunden. Ammo konnte ich nicht benutzen. Nee. Also das sieht auf jeden Fall irgendwie deutlich aus, als ob hier was drin wäre, aber ich weiß noch nicht, wie ich da dran komme. Das Ding sieht aus, ja. Auf jeden Fall sieht ich das aus. Ich bin Hardy, ich muss natürlich die Quest weitermachen. Hardy, du Boss! Ich hab gar nichts gemacht! Ich bin nur hier hingelaufen! Das Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Sprich stattdessen einfach mit mir. Okay, kann ich mit dem reden, dem Bobby? Ah, warte, hier ist irgendwo Health. Ich brauche Health. Wo hast du das denn jetzt erkannt? Auf der Map. So, den Shop da. Hier ist übrigens nochmal ein Shop. Hier kribbelt auch Schilde. Sofort, hier gibt's auch, Ladies, hier gibt's auch ein Schild. Hier gibt's noch ein Angebot des Tagesschild. Pass auf dich auf! Kann ich aber nicht kaufen. Wieso nicht? Ah, zu teuer. Ja. Dann kann ich Munition kaufen. Er wird alles gefunden, würde ich sagen. Naja, genau. Was ist denn hier hinten? Stimmt, da ist noch so ein... Was hat jemand? Ah, der Ammo-Shop funktioniert jetzt. Das ist natürlich schön. Ah, das kann man hier hinten machen.
Hier kann man übrigens nochmal gucken, wie die Ammo aussieht für die jeweiligen. Cool, hier kann man sich nochmal, wenn man auf die Meinung ist, dass man sich nennen muss, was wir machen. Okay, Ammo ist tatsächlich ziemlich günstig, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt hab ich mich umbenannt. Heidi, du bist auch ziemlich günstig. Ach, das ist Shotgun-Munition. Okay. That's ja. Das ist SMG-Muni. Okay. Ich mach die Muni jetzt einfach mal erstmal voll hier. So. Granaten? Hab ich Granaten? Drei Stück? Ne, gar nicht hab ich. Ein 31? Fick die Henne. Scheiße, ich hab direkt mal eine gekauft. Wie wirft man überhaupt Granaten? Ja, Peter, musst du mal bei deiner Tastenbelegung gucken. Oh, geh. Find. Also, Nahkampf auf V irgendwie scheiße. Das stimmt, liegt ja doch nicht. Moment, hier stand auf der Maus 4-Taste. Er ist voll der Drecker. Ich kurz. Ich bin ein Drecker. Das ist der Schutz, aber sagen wir mal den. Ihr müsst doch hier mal alles erkunden, ihr Lowbobs. Was hast du denn jetzt schon wieder Geiles gefunden? Ja, ich finde hier voll die geilen Sachen. Ich hopp's einfach von Dach zu Dach. Ich bin Batman! Ah ne, ich bin Zero, verdammt, ich muss mich ändern. Hier ist auch noch was. Money! Nein! Hier ist noch was. Nochmal Geld. War nicht viel, aber immerhin. Gibt's natürlich die Bobs, die da nicht hochkommen. Fuck. Hat mich jemand gerade benutzt? Adi, hast du mich gerade benutzt? Ja, ich hab dich gerade benutzt. Müssen wir jetzt mit dem Mr. Sir Hammercock reden oder nicht? Ja, müssen wir. Ja. Abschluss, der saubere Berg, ja. Und wie gefällt dir da? Okay, was gibt's? Gib ein Schild dafür. Wir haben ein Schild bekommen. Der muss Level 3 sein. Um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Boah, fast Level 3 ist jemand an. Gibt nur Platz für eine tödliche zweibeinige vom Affensch abstammende Spezies in Liars Berg. Ja, finde ich gut. Captain Flint jeden in Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymonks dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Das wäre sehr gentlemanlike. Was ist denn hier runter? Hier ist schnell rein. Gibt's Fallschaden? Schauen wir mal. Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ah, da sind sie schon. Die Mongos. Leute, ich krieg voll Schaden von den Level. Au! Alter! 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 Die haben voll Schaden! Mach sie kaputt! Okay. Fixer. Hinter dir! Oh mein Gott! Ping, ping! Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem. Wir müssen jetzt noch da hinten hin, da gibt es auch noch mal, Ich muss sagen, ich stehe irgendwie auf so, Comic-Grafik, ne? Ich finde die Grafik ziemlich hübsch. Ich auch ziemlich. Die kann aber halt wenn ihr mal den Boden anguckt, seid Textur schwach, mal. Ja, aber das ist halt hier so. Obwohl sie nicht sonderlich zum ersten Teil getan hat, oder? Ich find's irgendwie stimmiger. Ich kann mich nicht erinnern. Ist lange auch her, dass wir das gespielt haben. Alter, wo die kann die Waffe denn mit 10 Punkten in der Genauigkeit haben? Damit tust du ja nix. Ich hab mal Schild jetzt wieder von. Alter, wie die mir ausweichen, die Stücke. Dabei habe ich schon eine Schotti. Alter, mit 2 Schüssen eine Schotti ist schon ein bisschen stressig. Okay, fickt euch. LOL! Ha! Peter ist der Noob, der ist dann erst gestorben. Alter! Ah, snappern wir die doch weg. Die werfen Steine. Alter, so ein Revolver ist natürlich ziemlich nice. Geil, muss ich sagen. Gibt sich auch irgendeine menschliche Spezies, die noch gerne Steine wirft? Nein, egal, ich lasse es lieber. Kann man das hier hinten noch kaputt machen? Oh ja. Also das Submachine ganz nicht scheiße. Damit werde ich nicht spielen. Hier liegt eine Pistole, Harry. Die ist schlechter als meine. Ah, liegen überall Claptraps am Boden. Egal, wir haben es hingekriegt. Bin ich jetzt eigentlich der Einzige, der Pistolen benutzt? Scheiße, oder? Bis jetzt? Also ich würde keine benutzen. Er hat noch keinen Skillpunkt. Ja. Aber wir müssen jetzt das Schild benutzen können, oder? Maschinengewehre. Ja, ja, stimmt. Ausrüsten. Hab ich ja schon. 70. Zack.
Was Skill kann man ausgerüstet? Ich habe noch keinen Skill. Hey, habe ich jetzt gerade was geöffnet? Hä? Ja, hier ist ein Tor nach unten. Moment, müssen wir jetzt nicht erstmal unser Quest abgeben? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Komm, Sir Hammercock. Die sollen immer rumstöhnen, ey. Ah, ah, ah. Eisberg ist jetzt blablabla, okay, das war's. Wieso gibt's denn eine scheiß Rifle? Kack will ich nicht. Wenn du hier draußen hat zwei Quests. Willst, brauchst du einen besseren Schild. Du hast die Haare schön. Style ist alles, das ist das für Hardy. Den alten Crimson Raiders unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen. Okay, dafür muss man den Lift nehmen. Alter, wer ruft mich denn an? Wie war denn die Waffe da jetzt gerade? Die ist auf jeden Fall besser als meine. Nicht besser als meine. Woran sehe ich denn, was ich primär jetzt ausgerüstet habe? Okay. Wieso hast wieso haben wir denn. Also, Bram, ich habe keine zwei Quests, ich habe nur eine Quest. Ich habe nur benutzt den Aufzug. Benutze den Aufzug, habe ich auch. Du kannst die aussuchen bei L. Ja. Da habe ich sogar drei Quests. Nimm Bully Makara auf. Beschilderte Gefälligkeiten, bester Handlanger aller Zeiten und du hast die Haare schön. Wer sucht sich denn jetzt Peter, ändern mal die Quest. Kann ich nicht. Wer kann die denn dann ändern? Irgendjemand macht die gerade. Du kannst das ändern. Kann die ändern. Aber machen wir denn als erstes? Hier, Level 3, ne? Geschilderte Gefälligkeiten, das ist für Level 3. Benutze den Aufzug. Ja, dann sind wir noch was schwerer. Welcher Aufzug denn? Keine Ahnung. Look at the map. Ja, auch wieder wahr. Habt ihr euch schon Schild gekauft? Ne, wir haben gerade eins bekommen. Ich hab kein Schild bekommen. Doch. Klar. Ne, hab ich nicht. Alter, ich geb den Header um Header. Kritische das Treffer, 310 Schaden. Und nicht da denn? Was ist das? Wir haben den Zug, der durch das Dustpferd gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary. Alter! Alter, mit der Shotgun treffe ich ja nichts, wa? Kann man eigentlich jemanden retzen? Wir müssen nur. Alter! Wie kommt Peter denn wieder jetzt zu Sterns Leben zurück? Man kann um sein Leben kämpfen. Okay. Wenn jemand Medipacks findet, zögert er nicht, bitte mir Bescheid zu sagen. LOL! Alter! LOL! Alter, die Magda ist so geil, ey. 24 fetten Damage und auf Wiedersehen und ein komischer Typ. Du Nougat-Schnitte sagtest, ne? Ja. Finde das Audiolog. Was haben wir denn hier? Wo laufen wir denn hier lang? Hey, wo ist denn meine Sniper-Muni? Droppt die hier auch noch oder gibt's das? Ja, das hatte ich bei Borderlands 1 auch voll das Problem. So viel Muni haben wir nicht mehr. Du kannst sie doch kaufen. Ja, was will ich die kaufen? Ich hab nie da. In Teil 1 hab ich nie gekauft. Hier ist Money. Kostet lächerliche 4 Dollar. Ja, lächerliche 4 Dollar. Geizkram hier in dem Spiel. Ja, ich will nicht sagen, guck mal, wo dein Audio zu finden ist. Ich will ja nichts sagen. Was hat der? Und wieder zurück. Gefragt, kommt man da irgendwie noch hoch? Achso, da ist nichts da oben. Okay. Ja, da sind wir hier ein bisschen falsch. Erstmal müssen wir den Berg hoch für den Audio-Dock. Und zurückrudern. Hä? Hey? Hat sich die Quest automatisch geändert? Ach, das ist bestimmt. Stimmt. Leute, Moment, das ist wirklich eine andere. Ja, weil wir die wahrscheinlich gerade gemacht haben. Hey, Bram, warum machst du denn das? Wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht?
Alter, voll die bösen Wörter hier. Das ist der Outlook. Ja,